Immer, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diese Schriftstelle lesen, in den Zeugnissen der Evangelien, mutet es einen, zumindest geht es mir so, doch merkwürdig an. Man muss dazu vielleicht gar nicht selber Mutter oder Vater sein, um das nachvollziehen zu können. Wie Jesus hier mit Maria und seiner Familie umgeht. Und die Frage ist, wohin unsere Gedanken geführt werden, wenn wir das hören. Nehmen wir sozusagen zumindest Maria sofort den Schutz innerlich, sagen, wie kann er denn nur? Oder plustern wir uns so ein bisschen in Selbstgewissheit auf und sagen, ja, boah, wir sind ja die Familie Jesu. Die anderen sind nicht so wichtig, sind vielleicht dann auch wichtig, aber wir dürfen die Familie Jesu sein. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus stellt bei dieser Bibelstelle und der Auslegung einen Gedanken an, der ganz auf Christus gerichtet ist. Und ich finde das sehr aufschlussreich. Bevor man nämlich über alle anderen nachdenkt, die Jünger als neue Familie, als Brüder und Schwestern und Mütter Jesu, oder über die, die da quasi zurückgewiesen werden, bleibt Chrysostomus ganz bei Christus, indem er sagt, worum geht es hier eigentlich? Es geht doch darum, dass er deutlich machen will, wer er ist. Dass man ihm nämlich in den normalen Relationen einer verwandtschaftlich-familiären Beziehung gar nicht fassen kann. Das sind ja rein menschliche Kriterien. Es geht hier darum, dass er sich nicht nur als Sohn erweist, als Sohn einer Familie, sondern eben als Sohn Gottes. Der Herr ist dieser Familie. Wir haben das in den letzten Tagen erst gehört in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Hier ist einer, der mehr ist. Er ist Herr über den Sabbat. Hier erweist er sich eben nicht als Mitglied eines palästinensischen Clans, der gefälligst herauszukommen hat, wenn ihn die Familie ruft. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Das gilt bis heute. Aber er geht nicht, weil er mehr ist als der Sohn einer Familie. Und deshalb ist der erste wichtigste Schritt hier zu lernen, dass wir es mit einem anderen zu tun haben, als mit eben nur Jesus von Nazareth, Sohn der Maria, Sohn des Zimmermanns, und leben nicht seine Brüder unter uns. Das ist die Wahrnehmung von Nazareth. Und ich finde, es ist überaus merkwürdig in der Kirchengeschichte, dass es immer wieder Rückfälle in dieses Clan-Denken gegeben hat. Denn wir, die wir heute selbstverständlich als Getaufte Jesus als unseren Bruder betrachten, das ist ja ziemlich in, das sozusagen, das ist mal ganz cool, wenn man das sagt. Auch wenn man die Doxologien, diese feierlichen Schlusswendungen am Ende der Tagesgebete im Messbuch einfach ändert, durch Jesus unseren Bruder und Herrn dann vielleicht noch, dann ist das genau der Rückfall in das Clan-Denken eines vorchristlichen Palästina. Nichts anderes. Man könnte auch sagen, es ist ein schleichender Arianismus. Das, was Maria hier lernen muss, das, was seine Verwandtschaft zu lernen hat, dass ihn die verwandtschaftlichen Beziehungen nicht greifen, dass es viel zu kurz gegriffen ist, wenn wir über Jesus sprechen, das müssen auch wir heute wieder neu lernen. Das Evangelium gibt uns die Chance dazu.